Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Neverwinter Nights 2, diesmal Storm of the Heer. Drittes Add-on und diesmal eigentlich sogar der zweite Neustart. Ich habe ein Spiel angefangen mit dem Charakter hier, beziehungsweise mit unserem Vorläufer. Weil ich dachte, ja, Stufe 30 Kleriker macht bestimmt Spaß. Jetzt habe ich aber die ganze Zeit immer so das Gefühl, ist doch etwas blöd, wenn man mit einem Level 30 Charakter in ein Spiel startet, was eigentlich auf Level 4 ausgelegt ist. Die sterben nämlich alle ein bisschen schneller, als man denkt. Das macht das Ganze ein bisschen langweilig, vor allem weil man es auch nicht ändern kann. Deswegen würde ich sagen, machen wir neu und starten die Kampagne neu. So, ich habe so ein bisschen in Bade reingeguckt, mit Cheats und auch ein Baden erstellt, aber ich weiß nicht, ein Bade ist, ich kann mir nicht vorstellen, Bade zu spielen. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, einen Mönch zu spielen. Deswegen würde ich sagen, erstellen wir uns doch mal ein. Oder zumindest, ich muss mal echt überlegen, was ich spiele. Das hat ja Vor- und Nachteile. Oh, die Musik ist viel zu laut. Ich höre mich echt gar nicht mehr, warte mal eben. Resettet worden? Ne. Ich habe mir die Lautstärke im Spiel runtergemacht, ein bisschen was das Ganze. Das ist einfach zu laut. Ach, da stellt man es ein. Hardcore Dungeons and Dragons. Sehr interessant. Bleiben wir mal dabei. So, zip. Ja, ich bin mir nicht so sicher, was ich spielen soll. Das ist schwierig, das ist wirklich schwierig. Also, jetzt haben wir gar keinen Ton mehr. Der Ton wirklich ganz weg, ne? Das ist super. Hier ist er wieder da. So springe ich im Menü hin und her in der Hoffnung, dass der Ton nicht verschwindet. Ist auch geil, der lädt erstmal alles und dann entfernt er das Modul wieder und dann lädt das wieder. So. Ich weiß auch nicht genau, was für ein Char ich dann nehmen soll. Ich habe Erfahrung mit Kleriker, sehr gute sogar. Der lässt sich sehr gut spielen, hatten wir ja gehabt. Aber oh, schon wieder ein Kleriker, ist ja auch blöd, ne? Kleriker dabei zu haben im Spiel ist vom Vorteil. Das heißt, einer meiner Charaktere wird ein Kleriker. Aber ich würde diesmal keinen spielen. Oh, ob ich einen Mönch spielen soll? Oh, schwierig, schwierig, schwierig. Ich könnte es auswürfeln. Ich habe Würfel hier. Ich habe so ein bisschen probiert mit einem Gnom und einem Bade. Bade hat sehr interessante Zauber. Ich habe einen Baden bis Stufe 20 gecheatet. In der Start-Episode. Und der hat verschiedene Zauber für verschiedene Zwecke. Aber da durchzublicken, das wird. Boah, das wird ewig dauern. Ich könnte auf. Wir können mal kurz durchscrollen zum Mensch. Einfach mal hier durchgehen. Da gibt es ja diese verschiedenen Klassen. Schurke wäre interessant. Und einige Klassenfertigkeiten können hinterher Angriffe machen, wobei ich denen quasi dann auf Geschicklichkeitswert setzen würde. Weil der sehr gute Geschicklichkeitswert hat eigentlich. Im Nachhinein. Schurken. Wirklich nicht so verkehrt. Oder man könnte natürlich auch sagen Paladin. Wir haben das Gesinnung rechtschaffen gut.
okay. Paladin ist raus. Ich spiele das Spiel böse, also. Hm. Kommt er nicht in Frage. Tja, Druide. Neutralität ist auch nicht akzeptabel. Neutral böse könnte man machen, aber naja. Was war mit Mönch? Gab's da irgendwas? Rechtschaffen, also rechtschaffen böse könnte man fahren beim Mönch. Ja, hm. Schwer zu sagen. Sehr schwer zu sagen. Ich spiele gerne Zauberwerk, ich bin gerne ein Supporter. Soll ich wieder einen Kleriker spielen? Oder wir spielen Hexmeister, das was wir im Ursprünglichen gespielt haben. Ich überlege noch. So, und da bin ich auch wieder. Und ja, wie ihr seht, ich habe mich für den Mönchen entschieden. Ich habe das Ganze mal übersprungen und jetzt ganz in Ruhe rein. Ach, Charakter erstellt. Das hat auch ewig gedauert. Gefühlt eine halbe Stunde habe ich mir wieder überlegt, was für ein Charakter soll ich denn nehmen? Keine Ahnung. Ist das ein Mönch? Ja, Klassenfertigkeit, waffenloser Kampf prinzipiell lasse ich ihn auch so. Der soll auch schön zuschlagen. So, als Werte kriegt er plus 4 auf Stärke, plus 2 auf Geschicklichkeit und hat ein bisschen Charisma gegeben. So, in der Rückgeschichte ist Gelehrte und, Gelehrte sag ich schon, ist Schläger. Und er bietet, die Gottheit Au seine Dienste an und so weiter. Ja, er ist 125 Jahre alt, das ist noch jung in dem Jahren, deswegen hat er jetzt graue Haare bekommen. Und, ja, gehen wir mal weiter. Ich glaube, ich habe noch nie einen Mönch. Doch, doch, ich habe einen Mönch. Gegrüßt. Ich habe schlechte Nachrichten. Ich schätze, das ist Ups. Angesichts des sonstigen Pechs der letzten Tage kein Wunder, aber nun gut. So, ja. Angesichts des sonstigen Pechs der letzten Tage kein Wunder, aber nun gut. Man sollte doch die Lautstärke hochstellen. So. Ja. Wir sind im Spiel. Für die, die das Spiel noch nicht kennen, ich werde nicht großartig auf die Steuerung eingehen. Das ganze Spiel basiert auf Würfeln. Und ich zeige das am Anfang auch nochmal. So, wir starten einfach mal hier rein. Und was ich sagen würde, ich habe schon mal einen Mönch gespielt. Beim ersten, ne? Und ja, das ist interessant. Der kann zuhauen. Der hat auch interessante Fähigkeiten. Aber jetzt nicht so wie ein Kleriker, dass er jetzt supportet und solche Sachen. Nee. Der macht sich, wenn dann selbst, glaube ich, Stärke mit gewissen Taktiken. Es scheint, als wären irgendwie ein paar Seiten aus der Passagierliste Wacht rausgerissen. Ihr müsst euch um den Rest eurer Gruppe noch einmal eintragen. Ja, das wissen wir eigentlich schon. Wo ist die Passagierliste? Die ist da hinten. Irgendwelche Dinge an Bord geschehen. Ja, hier und da. Ein Teil der Nahrung, die wir beim letzten Landgang aufluden, war verdorben. Einige unserer Wasserfässer schlugen leck. Vor ein paar Nächte betrank sich Kellen, ein guter Mann, und ging kopfüber über Bord. Sanke, wir ihn retten konnten, die arme Seele. Aber macht euch keine Sorgen. Die Wacht hat schon viel Schlimmeres widerstanden. Bald sind wir aufs Margol. Da können wir neue Vorräte kaufen und ein paar Probleme beheben. Gut, tschüss. Nun denn, tragt euch ein und geht unter Deck. Es kommt ein Sturm. Ich bezweifle, dass die Umbele es uns leicht machen wird. Aber macht euch keine Sorgen. Die Wacht hat schon viel Schlimmeres überstanden. Gut, ja, wir können Gruppengespräche. Das kommt alles noch. So, das ist die Karte. Ich mach mal C auf. Wir haben Level Up. Aber wir gucken uns erstmal hier an, was der kann. So, er hat minus 1 auf Diplomatie, wo auch immer das herkommt. Aber er hat einschüchtern. Warum hat er jetzt auf einmal einschüchtern? Ich habe ihm nicht einschüchtern gegeben, oder? What? Wo kommt das her? Habe ich irgendwas, was einschüchtern bringt? Mönchmantel oder was? Ne. Ganz ehrlich, ich weiß nicht, wo das herkommt. Ich weiß nicht, wo die 4 einschüchtern herkommen. Das Gute sieht ihr, habe ich schüchter gerne ein, aber...
Weil ich Charisma plus 1 habe? Kann ich mir nicht vorstellen. Na, finde ich jedenfalls gut. Habe ich jedenfalls nicht eingestellt. So, dann hat ein bisschen Sagenkunde habe ich mitgenommen. Leise Bewegen hat anscheinend auch einen Bonus drin. Da sind Klassenbonis drin und ich glaube, der Mönch bringt entweder Diplomatie oder Einschüchtern anscheinend mit. Je nachdem, welche Gesinnung der hat. Und meine hat Rechtschaffen böse. Und da kam wahrscheinlich Einschüchtern hinterher. Naja. Gut, habe ich es also doch. Ein bisschen Schätzen habe ich genommen, dann hat er das sind größtenteils empfohlene Werte, also Kampfwerte halt, ne? So, er ist grob. Dank eurer großen Selbstvertrauens und eurer unheimlichen Erscheinung könnt ihr Leute dazu bringen, das zu tun, was ihr wollt. Wir können den betäubenden Schlag, den habe ich auch schon unten. Wir können den wir haben einen verbesserten waffenloser Schlag. Gucken wir uns den betäubenden Schlag nochmal an. Oh Gott. Das lese ich lieber da. So, das ist... Charakter mit diesem Talent kann einen betäubenden Schlag mit minus 4 auf Angriff und Schaden versuchen. Wenn er erfolgreich ist, muss der Gegner einen Zähigkeitswurf werfen. Oder es wird eine Runde lang... Oder er wird 3 Runden lang gehalten. Der Angriff kann einmal am Tag für 4 Stunden des Charakters angewendet werden. Okay. Umgang mit Waffen. Mensch, das dürfte wohl keine Waffen sein. Doch. Beil, Dolch, Kampfstab, Karma, Keule, sogar Armbrüste. Was all sinnfrei wäre beim Mönch, muss man sagen. RK-Bonus Mönch. Automatisch alle 5 Stufen kriegt mein Mönch plus 1 in Rüstung. Schlaghagel. Ist auch eine Fähigkeit, gleich mal einsetzen. Und einen zusätzlichen Angriff pro Runde, wenn sie waffenlos mit Kampfstäben, Schurigen oder Karmas kämpfen. Einen zusätzlichen Angriff pro Runde, wenn sie waffenlos... Oh, okay. Auf der Stufe 1 bis 4 erleiden jedoch alle Angriffe dieser Runde einen Malus von minus 2. Auf der Stufe 5 bis 9 verringert sich der Malus auf minus 1. Und ab Stufe 9 ist er weg. Waffenloser Schlag, dann aber Schläge. Und ich habe ihnen infernalische Ahnen gegeben für gewisse Sachen. So. Prinzipiell haben wir jetzt ein Level-Up. Das heißt, ich speichere mal ab. Das war F12, ne? Ja. Bewegung, ihr Schlappschwänze! Passagiere an Deck! So, was könnte man eigentlich aufsteigen? Das müsste man beobachten. So, Mönch. Hier, yeah, ich habe eigentlich nichts eingegeben in Einschüchtern, aber gut, dass das schon mal einen guten Grundwert hat. Legendenkunde würde ich mal auf Maximum haben. Parieren würde ich sagen, Leise Bewegen ist mir eigentlich egal. Toren, meinetwegen, Verstecken auch. Was hat er noch ein? Ich könnte Einschüchtern tatsächlich hochpushen. Verstecken mal weg. Und das auf Einschüchtern gehen. So, das war's. Ich krieg Geschosse abwehren und entrinnen. Das dürfte ja dann wohl da sein, ne? Ja, da Geschoss abwehren. Das kann ich so. Gebrauch automatisch, wenn man nicht gerade auf den falschen Fuß erwischt worden ist. Mönche bekommt dieses Talent auf der 2. Stufe kostenlos. Gut, Geschosse werden quasi abgewehrt. Und verbessertes Entrinnen habe ich auch gekriegt. Oder Entrinnen. Ist auch automatisch. Gut. Auch vorteilhaft. Mönche sind doch richtig schnell. Das kostet mich jedes Mal 2 Punkte. Wie sieht es schätzen aus? Ja. Parieren ist... Einfach mal abwehren. Das ist eine Abwehrhaltung. Wir bekommen ruhiger Geist. Der Mönch erhält einen Kompetenzbonus plus 2 auf Rettungswürfe gegen den Geist beeinflussen Zauber. Mönchschnelligkeit.
bewegen sich schneller als Angehörige anderer Klassen. Die Fähigkeit verbessert sich mit steigender Klassenstufe automatisch. So, und jetzt nehme ich nicht anführen mit. Warum nicht? Schade. Dachte, das könnte ich jetzt noch machen. Oder mitnehmen. Aber nein. Computer sagt nein. Würde ich sagen... Tja, was nimmt man? Waffenfokus auf Waffenlos, ne? Würde ich sagen. Das ist ein guter Anfang. Dann bleibe ich bei Waffenlos, dann werde ich Waffenlos killen. Parieren ist da rechts. Da sind... Halt keine Zauber. Schon wieder ein Level up. Das geht, glaube ich, bis Level 4 hoch. So, da gehe ich auf Stärke, damit ich Stärke zuhauen kann. Fun Fact, ich kann den auch gleichzeitig mehr tragen. KI-Schlag, Magie. So, und das war's ja auch schon. Oder, das heißt eigentlich nicht KI-Schlag, es heißt Ki. Eigentlich steht das fürs Ki, also fürs Mantra. Also, Mönchel gilt gegen Kreaturen mit Schadensreduzierung als magische Waffe. Ab der 10. Stufe werden sie unbewaffneten Angriffe des Mönchels als rechtschaffende Waffe betrachtet und um 16 gelten sie ebenfalls als Adamantit. Das heißt, die Schläge werden einfach mal härter. So. Dies ist die Passagierliste der Wacht. Wir können jetzt quasi unsere Gruppe registrieren. Und ja, das ist ganz gut. Als ich lese das mal gerade vorher. Als Gründungsmitglied der Gruppe, die durch die Auswirkung der Schattenkriege zueinander fand, siehe Neverwinter Nights 1 oder 2, die erste Hauptkampagne, quasi die Auswirkung von Trilor Smith, der viele Bewohner der nördlichen Schwertküste mittellos verloren und fern der Heimat zurückließ. Sie werden von dem gemeinsamen Ziel geeint, sich ein besseres Leben zu schaffen. Nach vielen 10 Tagen, in denen sie versuchten, der Umgebung von Neverwinter aus Anstellung zu finden, trafen sie zufällig auf den berühmten Autor und Forscher Volutamp Gedam. Volo, wie der genannt wird, bot der Gruppe ihren ersten Auftrag an, ihn auf seiner Langreise nach Samarach zu begleiten. Wie heißt mein Charakter? Mart. Mehr Macht für Fürst Mart. So. Die Geißel Lordaeons, ne? Ne, die Geißel des Todes. So, wir können jetzt hier auch gewisse Charaktere nehmen. Wir können auch neue Charaktere erstellen. Haben wir hier auch einen Drau, einen Tiefling, der auch ein Schurke ist. Finde ich gut, Schurken ist nicht schlecht. Der ist auf Geschicklichkeit geskillt. Arthur Geigermann. So klingen Tiefling-Namen. Männlicher Tiefling. Wie sieht denn der aus eigentlich? Kann man nicht sehen, ne? Das ist blöd, wenn man das jetzt nicht sehen kann. Was haben wir hier noch? Mensch. Voll Menschen. Oh, ein Barbar als Nahkämpfer. Und dann noch ein... So ein, das klingt gar nicht schlecht. Ich würde sagen, ich baue mir meine eigene Gruppe zusammen.
Das wird ein bisschen dauern. Das heißt, das hier ist erstmal die erste Folge. Und ja, ich baue mir dann eine Gruppe zusammen, mit der ich arbeiten kann. Also ich brauche einen Kleriker. Also baue ich einen bösen Kleriker. Ich baue ein Barbaren. Das wird wohl ein Ork werden. Das heißt, ich habe schon zwei Slots. Und dann könnte ich noch einen Schurken gebrauchen. Ja. Dann habe ich meine Gruppe fertig. So. Soweit, so gut. Ich danke erstmal fürs Zusehen. In der nächsten Folge habe ich die Gruppe fertig. Das dauert ein bisschen. Thank you.